Der Hirte der Wolken. Es war einmal ein süßes junges Paar. Gillis und Fiona, die auf einer fruchtbaren Erde von unermesslicher Weite lebten. Sie endete erst am Rand der Berge, die aussahen, als würde sie die strahlende Sonne berühren. Zwischen den steilen Flanken der Berge öffnete sich eine dunkle und neblige Schlucht, bekannt als die Schlucht des Donners, besagte die Legende, dass eines Tages aus dem dunklen Nebel ein König auftauchen würde. Nun waren Gillis und Fiona glücklich und hatten ein gutes Leben. Sie arbeiteten auf ihrem Hof, kümmerten sich um ihre Tiere und liebten ihr Zuhause. Was sie auch immer taten, sie waren immer zusammen, bis Fiona eines Tages beschloss, ihre Cousine zu besuchen. Ich muss diese Kleidung ausliefern, die ich für Mabel gemacht habe. Aber es wird eine Woche dauern, bis ich zurückkomme. In Ordnung. Also machte sich Fiona auf den Weg und winkte ihrem Mann zum Abschied. Gillis verbrachte die Tage damit, seine Arbeit wie immer zu erledigen. Aber als die Woche zu Ende ging, vermisste er seine Frau doch sehr. Fiona kommt heute endlich nach Hause. Ich kann es kaum erwarten. Sie wird bald zu Hause sein. Aber als die Sonne unterging, gab es noch kein Zeichen von Fiona. Und als es dunkler wurde, braute sich ein Sturm zusammen. Oh nein! Vielleicht ist sie auf dem Weg. Ich gehe besser und schaue nach. Und so ging Gillis hinaus und kämpfte mit starkem Regen und Wind. Oh, 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 zu stark. Oh. Und dann wurde er vom Wind emporgehoben und landete auf einer kleinen Wolke. Nein! Er fuhr durch das dunkle Tal und die Bergflanken hinauf. Dabei raste sein Herz vor Angst. Nein! Ah, so ein wunderbares Wetter. Das siehst du doch auch so. Das ist großartig. Der Donner ist Musik in meinen Ohren. Was ist das für ein Ort? Wer seid ihr alle? Ich bin der Hirte der Wolken. Und hier ist's, wo ich das Wetter erschaffe und steuere. Aber wer bist du? Ich bin Giles. Ich habe nur nach meiner Frau gesucht. Wolkenauge, da du alles sehen kannst, sage mir, ob er die Wahrheit sagt. Ja, Hirte. Ich sah ihn herumwandern, aber er verlor sich in ihrem Sturm und wurde hierher geflogen. Seine Frau ist nun wieder daheim. Wolkenuhr, da du alles unter der Sonne hören kannst, sage mir, ob er die Wahrheit spricht. Er tut's, Hirte. Ich hörte, wie seine Frau ihm von ein paar Tagen sagte, sie würde in einer Woche zurückkehren. Ich hörte sie auch summen, als sie zurückkam. Aha. Ja, ja. Nun, wirst du mich gehen lassen? Nein. Du hast so viel gesehen. Du bleibst hier und arbeitest von nun an für mich. Was? Nein! Bitte lassen Sie mich zu meiner Frau zurückkehren. Gillis flehte den Hirten an, aber der wollte das weder wissen noch hören. Morgen beginnst du mit deinen Aufgaben. Wolkenauge und Wolkenuhr kümmern sich um dich. Nein. Am nächsten Morgen brachten Wolkenauge und Wolkenuhr den traurigen Gillis an die Spitze eines Berges, der eine Einbuchtung hatte und so wie eine riesige Schüssel in den Wolken aussah. Oh, beeindruckend. Was ist das? Dieser Ort wird die Wetterschale genannt. Hier erschafft der Hirte das passende Wetter für die Wolken. Siehst du? Boah!
Wir zeigen dir gleich noch etwas. Wow! Was ist das alles? Hier bewahren wir die Zutaten für die verschiedenen Wetterbedingungen auf. Gille schaute ehrfürchtig und die verschiedenen Gläser, einige groß, einige klein, gefüllt mit Donnersteinen, Blitzen und Regenbogen. Er schaute zu und merkte sich genau, wie der Hirte die verschiedenen Wetterbedingungen herstellte, und bald durfte er sogar sein eigenes Gewitter erzeugen. Ich frage mich, was dann noch alles reingemischt werden kann. Los geht's! Jetzt! Mal sehen, was passiert! Die Früchte begannen bald, sich mit dem Wetter zu vermischen. Oh, es ist so heiß! Wenn es nur ein bisschen Limonade oder Süßigkeiten regnen würde. Süßigkeiten fallen nicht einfach vom Himmel, hm? Was ist das? Es riecht nach Erdbeeren. Es schmeckt nach Erdbeeren. Zitrone? Gillis sorgte auch dafür, dass das Wetter für seine geliebte Fiona, nach der er jeden Tag fragte, schön und angenehm blieb. Himmelsauge, Himmelsohr, was macht meine schöne Frau? Sie kümmert sich um die Tiere auf deinem Hof. Aber sie ist traurig. Denn ich kann sie sagen hören, wie schrecklich ich meinen süßen Gillis vermisse. Oh, ich bin seit fast einem Jahr hier und ich habe keine Möglichkeit zur Flucht. Gillis hatte unzählige Male versucht zu fliehen. Aber er war von so tiefen Schluchten umgeben, dass er jetzt aufgegeben hatte. Eines Tages hörte er plötzlich Himmelsauge und Himmelsohr ganz aufgeregt flüstern. Was ist los? Oh, Gillis, ich kann jemanden hören. In der Ferne, der plant, heimlich in das Dorf einzudringen und es morgen zu zerstören. Was? Morgen? Ich sehe ihn. Es ist der Räuberkönig des Schwarzen Sees. Er versammelt seine Armee. Nein, ich muss Fiona retten. Ich muss sie alle warnen. Bitte, Himmelsohr, Himmelsauge, helft mir. Es tut mir leid, Gillis. Aber das betrifft nur die Menschen. Wir können uns da nicht einmischen. Gillis war furchtbar besorgt, konnte aber nichts tun. Aber dann hatte er eine super Idee. Er stahl sich davon und schlich sich in die Lagerräume. Donnerkeile, Eiskristalle und Blitzsteine. Er nahm den gesamten Vorrat und trug die Flaschen im Beutel vorsichtig bis zum oberen Rand der Wetterschale mit sich. Jetzt, das muss gehen. Für Fiona. Los! Er leerte alles in die Wetterschale. Flaschen über Flaschen voller Donner und Sturmzutaten strömten hinein und begannen sich zu mischen, zu brodeln, um einen so dunklen und bedrohlichen Sturm zu bilden, wie ihn noch niemand je zuvor gesehen hatte oder je sehen würde. Die Mischung bildete immer stärkere Wolken und die brüllten wie tausend gefangene und wütende Löwen. Gillis eilte hinunter und wartete auf die richtige Windesrichtung. Und als sie kam, goss er den tobenden Sturm hinein. Oh! Die Wolken stiegen wie verrückt und türmten sich in Richtung der Ebene auf, wo sich ihr Zorn auf die Erde losließ. Oh nein! Was für ein schrecklicher Sturm! Zum Glück sind wir drinnen! Aber für die draußen war es kein Glück. Was ist das? Rückzug! Dieses Land ist verflucht! Was? Oh, meine Ohren haben noch nie so ein Krachen gehört. Der Sturm krachte und erschütterte sogar den kräftigen Berg und weckte den Hirten.
Oh, was ist da denn los? Er eilte zur Wetterschale, aber da war es so dunkel, dass er gar nicht sehen konnte, wohin er ging. Alle anderen Wetterhelfer hatten Angst und liefen verwirrt und planlos hin und her. Gillis, der das alles sah, beschloss zögernd, noch einmal die Flucht zu wagen, indem er auf eine vorbeiziehende Gewitterwolke sprang. Oh, nein! Warte, hör mir zu! Die Wolke ließ sich aber nicht steuern und schleuderte Gillis zu Boden. Nein! Ohne zu zögern, ging Gillis auf sein Haus zu. Die Räuber hatten sich zurückgezogen und der Sturm hatte begonnen, ein wenig schwächer zu werden. Die Leute schauten durch ihre Fenster und sahen, wie Gillis durch den dunklen Nebel aus der Schlucht des Donners kam. Die Legende, sie wird wahr! Der König! Gillis? Oh, Gillis! Fiona? Oh, es tut mir so leid, dass ich dich verlassen habe. Die Dorfbewohner begrüßten ihren neuen König mit Freude und bald lebten Gillis und Fiona glücklich zusammen in ihrem neuen Königreich. Gillis hatte die Menschen, die er liebte, mit Bedacht beschützt. Das zeigt uns, dass die Liebe zu einem anderen immer den Weg weist, wenn man hart arbeitet und auch seinen Verstand einsetzt. Und was ist mit dem Hirten und den Wolken passiert? Nun, der war wütend gewesen, als er herausfand, dass Gillis den ganzen Ärger verursacht hatte. Ich werde dich dafür bestrafen. Meine Blitze werden dich sofort treffen. Hä? Wo sind all meine Vorräte? Er war völlig überrascht davon gewesen, dass sein gesamtes Lager leer war. Er war wütend, weil er wusste, dass er erst einmal nichts tun konnte, sondern seine Zutaten wieder sammeln musste. Sobald ich alles gesammelt habe, kriege ich ihn. Aber obwohl er das sagte, war er, als er sein Lager dann wieder gefüllt hatte, so damit beschäftigt, das Wetter für die Herbstsaison vorzubereiten, dass er Gillis ganz vergaß. Ich denke, Gillis hat uns gezeigt, dass man mit Witz und Geistesgegenwart immer dem Sturm ausweichen kann.